Im Sommer 2020 wollten wir eine der schönsten Wege in den Ostalpen gehen. Es geht die Höllentalklamm hoch, über die Höllentalanger Hütte, zum Hupfleitenjoch und weiter zum Kreuzeckhaus. Die Gehzeit soll 5 bis 6 Stunden betragen. Die Kategorie ist Mittel und 1000 Höhenmeter. So sagte es uns der Deutsche Alpenverein im Prospekt. Wir haben das Auto im Tal geparkt und schon 1,5 Stunden bis zum Eingang der Höllentalklamm benötigt. Die Klamm wurde bereits vor über 100 Jahren touristisch erschlossen. Es soll ein unvergessliches Erlebnis und ein einzigartiges Naturschauspiel sein. Der Prospekt hat nicht zu viel versprochen. Schon nach den ersten Metern erleben wir bizarre Landschaften, die geprägt sind durch die Urgewalt des Wildwassers. Sie vermitteln einen tollen Einblick in die Schönheit der Natur. Schluchten von bis zu 150 Meter Tiefe, zahllose Wasserfälle, riesige Fels- und Eisbrocken sowie verschlungene Wege, Stege, Brücken und Tunnel laden zu einem optischen Abenteuer ein. Das Einzige, was etwas eintrübt, ist die Corona-Pandemie. Denn die Klamm muss mit Mund- und Nasenschutz begangen werden. Es sind überall Schilder aufgestellt. Und ich muss sagen, fast alle Leute, die uns begegnet sind, halten sich streng daran. Leider hat der Himmel heute seine Schleusen geöffnet. Es regnet stark. Aber ich glaube, das macht hier gar nicht so viel aus. Denn auch im Sommer wird man hier überall nass. Denn von überall tropft Wasser herunter und kommen Wasserfälle. Und dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, den schwierigen Weg außen herumzugehen, den steilen, engen oder auch oft die weniger Geübten können dann durch einen Tunnel ausweichen. Und von den Tunneln hat es auch immer wieder Ausblicke, sodass man das Wasser hört. Und das Rauschen hört man die ganze Zeit immer als Hintergrundmusik. Der Deutsche Alpenverein hat mit seiner Tourenbeschreibung nicht übertrieben. Von den gewaltigen Nordabstürzen der Zugspitze und schließlich durch die wildromantische Höllentalklamm gehört dieser Weg zu den absoluten Landschaftshöhepunkten im Wettersteingebiet. Der Weg schlängelt sich in schattiger Lage parallel zum Hamersbach hoch durch das Höllental. Der Weg zum Hufleitenjoch soll hinter der Höllentalanger Hütte weiter in Richtung Osten zu den knappen Häusern, die bereits während der gesamten
Sturm über den Köpfen drohne. Von den Kappenhäusern ist es nur noch ein letzter Anstieg bis zum Hof Leitenjoch. Der Weg da oben soll durchgängig gut zu begehen sein und erfordert keine spezielle Ausrüstung. Wer den Abstieg abkürzen will, kann vom Hof Leitenjoch über flache Wege bis zum Kreuzeck wandern. Im Kreuzeckhaus sind Einkehr und sonstige Übernachtungen möglich. Wir wollten eigentlich dann noch mit der Bahn hinunterfahren. Die Schlucht ist so gewaltig. Die kann ich im Breitformat einfach nicht draufbringen. Da habe ich einfach mal die Kamera gedreht und bin dem Wasser talabwärts gefolgt. Die Schlucht wird so tief und so schmal, dass kein Weg mehr möglich ist. Also wurde vor über 100 Jahren ein Tunnel von Hand gegraben. Alle Achtung, wie die Leute damals solche Meisterwerke vollbracht haben. Und so können wir gemütlich im Tunnel hochgehen, sehen wieder den Ausblick auf das tosende Wasser, sind bestens geschützt. Sind von dieser faszinierenden Landschaft tief beeindruckt. Wir lassen uns Zeit, schauen uns um und gehen sehr gemütlich den Berg hoch. Wir steigen wieder in ein verzweigtes Tunnelsystem ein. Man kann mehrere Möglichkeiten wählen. Da muss ich doch schnell ein paar Standbilder einfügen, denn die haben eine erheblich bessere Qualität, wie es die Videokamera schafft. Man kann es kaum glauben, dass dieses strömende Wasser, diese tiefe Schlucht ausgefräst gegraben haben soll. Aber es muss so sein. Wir müssen sogar über einen Wendetunnel hoch, um das obere Niveau zu erreichen.
Mit dem Bau der Eisenbahn von München nach Garmisch-Partenkirchen kamen die ersten Sommergäste ins Werdenfelser Land. Die junge, kleine Hochgebirgssektion unter ihrem ersten Vorsitzenden, Ingenieur Adolf Zöpritz, wollte diesen Sommergästen etwas bieten und kam auf die Idee, die Höllentalklamm begehbar zu machen. Nach vier Baujahren von 1902 bis 1905 mit rund 600 Arbeitstagen konnten die Arbeiten beendet werden. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 65.000 Mark, wenn man denke, was das heute kosten würde. Am 15. August 1905 fand die feierliche Eröffnung statt. Und diesen Leuten haben wir es zu verdanken, dass wir auch heute diese schöne Schlucht durchqueren können. Wir haben es geschafft und das Ende der Höllentalklamm erreicht. Vom Parkplatz bis hierher haben wir jetzt etwas über 4 Stunden benötigt. Nur noch kurz bis zur Höllental-Angerbrücke und dann weiter. Wir haben es geschafft. Wir haben die Höllentalklamm durchwandert. Und nun der Aufstieg zur Höllental-Angerhütte. Da haben wir nochmal über 1 Stunde Zeit benötigt. Reicht uns die Zeit noch bis zum Kreuzeck? Da sind wir etwas skeptisch. Bernd geht einfach einmal ein Stück den Weg und schaut, wie gut er ist und wie wir ihn bezwingen können. Aber ich sehe schon, steil abfallen, Seile, das wird schon kritisch. Und hinten geht es nochmal ganz steil hoch. Und am Ende, wo das Seil aufhört, geht so schräg rüber, ohne Seil und alles. Da bin ich dann umgedreht, das war mir einfach zu gefährlich. Dann bin ich noch ein Stück den Weg zur Zugspitze hoch. Hier stehe ich im Bachbett des Hammersbach. Hinten ist die Höllental-Angerhütte. Und vorne auf dem Schild steht, bitte hier keine Steine abladen, den Platz freilassen. Er ist für den Notfall gedacht, damit ein Hubschrauber hier landen kann. Dieser Weg hier führt hoch zur Zugspitze. In der Steilwand da hinten sind Eisen angebracht, damit man hochklettern kann. Aber hier muss man schon große Klettererfahrung haben, um diesen Weg zu bezwingen. Zurück in der Hütte beschließen wir, hier einfach zu übernachten und keine Gefahr einzugehen. Wir bekommen 2 Juche-Schlafsäcke und ein Handtuch und bei Nacht können wir dann noch die Masten der Eibsee-Seilbahn und die Lichter am Zugspitzgipfel sehen. Am frühen Morgen weckt uns dann die Sonne in der erst seit einem Jahr neu erbauten
Hüllental einer Hütte. Und sie ist modern ausgerüstet, eine Turbine sorgt für den Strom. Und alle Abfälle werden verwendet oder ins Tal gebracht. Mit einem zünftigen Hüttenfrühstück sind wir gestärkt für den Abstieg. Eine Schafherde hindert uns noch am schnellen Abstieg. Und dann geht's los. Und ich glaube, wir sind hier wieder um eine Erfahrung reicher geworden. Aber es war einfach ein tolles Erlebnis.